gut geschlafen. Du auch? Ja. Ich finde es schön, dass du wieder hier schläfst. Bei mir. Ich auch. Hallo. Alter. Ich hoffe, ihr seid angezogen. Schade. Und brennt. Feueralarm, das ist keine Übung. Komm mal mit. Was? Wo brennt? Was? Die Clara, die ist durchgeknallt, die hat da irgendwie... Was? Wo? 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 Wo und denn? Hallo? Was? Digga, was ist denn los mit dir, ey? Und im Hof. Ja. Clara! Was soll denn machst du da unten? Ey, was ist denn? Kommst du dir bekannt vor? Ey, das sind meine Klamotten, Mann! Oh, ey, du bist... Los, Mann. Ey, die verbrennt meine Klamotten, die Alte! Die ist voll irre! Alter, Clara, bist du durch? Scheiße! Ey, weißt du, wie teuer die Klamotten waren, Mann? Ey, das kannst du doch nicht machen, Alter! Ey, was ist denn dein scheiß Problem, Mann? Du bist mein scheiß Problem! Du hast mich die ganze Zeit angelogen, die ganze Zeit! Du hast mir was vorgespielt! Ja, aber Mann, das ist doch kein Grund, hier meine Klamotten zu verbrennen, Alter. Scheißegal. Was ist los mit dir? Er hat die Scheißaktion mit deiner Hand. Dich. Jetzt hast du alles, was du wolltest. Jetzt hast du ihn, deine scheiß Musik. Bist du glücklich jetzt? Du bist krank. Du bist krank, Clara, Mann, verzieh dich doch einfach, bitte. Verzieh dich einfach. Ja, das war das Allerletzte. Was ist los mit dir? Glaubst du mir jetzt? Kann doch nicht wahr sein, Alter. Janis, glaubst du es mir jetzt? Dankeschön. Glaubst du mir jetzt, wie dumm sie ist, wie krank sie ist? Die war das selbst mit ihrer Hand. Dann hat sie meinen Laptop geschrottet und jetzt zündet sie deine Sachen an und spielt eine Runde Rumpelstilzchen. Mann, Eule, ich hab doch Mitschuld. Guck doch mal, wie ich sie verlassen hab. Hä? Ohne ein Wort. Aber es ist doch kein Grund, deine Sachen anzuzünden. Ja, ist scheiß es nicht. Aktion, aber trotzdem, das ist völlig drüber, Mann. Scheiße, Alter. Ey, gib dir jetzt bloß nicht die Schuld für ihre kranke Ader, ey, wirklich. Mann, mich trifft ja auch Schuld. Ich habe ihr und mir vorgespielt, dass ich sie liebe. Aber hab die ganze Zeit Eule geliebt. Ich hoffe nur, dass Clara und ich jetzt trotzdem irgendwie miteinander klarkommen. Wir sind ja schließlich Kollegen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Können wir kurz miteinander reden? Clara. Ich hab zu tun. Und dass du es gestern so mitbekommen hast, es tut mir wirklich leid. Generell alles tut mir wirklich, wirklich leid. Ich könnte mir selber auf den Arsch beißen, dass ich mir nicht vorher klar war, wo meine Gefühle stehen. Okay, Mann, ich hab das auch nicht aus Böshaftigkeit getan. Ich wollte dich nicht verletzen, ha? Bist du jetzt fertig? Ich muss arbeiten. Du musst mir glauben, dass es mir wirklich leid tut. Und ich wollte nicht, dass du es so mitbekommst. Alter. Können wir nicht mal ein bisschen reden wie Erwachsene? Hä? Clara, wir sind Kollegen und es muss doch irgendwie funktionieren, dass miteinander klar. Du willst mit mir reden wie mit einer Erwachsenen? Ja. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Wie ein kleiner Junge. Das hat doch Eule auch immer zu dir gesagt, oder? Du hast einfach mit meinen Gefühlen gespielt. Wie mit Bauklötzen. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ich hab nichts dabei gedacht, Was denkst du, wie ich darauf reagiere? Ist doch klar, Mann. Clara. Wie gesagt, ich kann nur tausendmal sagen, dass es mir wirklich leid tut. Ja? Das musst du mir wirklich glauben. Ich will mit dir trotzdem hier auf Arbeit gut miteinander klarkommen. Mann, wir sind doch coole Kollegen miteinander, wir sind doch coole Kumpels. Die Entschuldigung bringt jetzt nichts. Und das gestern, das war nur ein Anfang. Aha. Geh mir jetzt aus dem Weg. Wie geht's eigentlich deiner Hand? Das war's doch bestimmt auch selbst, oder? Okay, ich habe alles versucht. Ich habe mich bei Clara entschuldigt, ich habe versucht, auf sie zuzugehen. Und ja, ich verstehe, dass sie verletzt ist und mich jetzt hassen muss. Aber dass sie mir jetzt hier anfängt zu drohen? Also langsam kapiere ich, was Eule meinte. Clara hat wohl doch noch eine andere Seite, die ich noch nicht kannte. Perfektes Hallo. Timing. Boah, es riecht ja lecker. Gerade fertig geworden. Ey,
Alles gut bei dir? Ja. Und? Rate, was das ist? The Frisbee. Mein Schatz, das ist mein neues Mikro. Das habe ich mir von meinem Gutschein gegönnt. Guck mal. Ach, geil. Steht es mir? Ja, mega. Wenn du dir so vorstellst, ich damit auf der Bühne. Mein voller richtig geiles Teil. Und mein erstes richtig geiles Mikrofon. Eigenes Equipment. Geil, freut mich. Echt. Passt gut. Ja, ich sehe, du platzt quasi vor Freude. Guck mal. Hey, was ist denn los? Ich habe mit Clara geredet, ne? Ich bin ganz erwachsen auf sie zugekommen. So. Und da droht die Alte mir. Und nach dem Motto, ja, das Feuer war nicht das Letzte. Ey, die ist so kopfkrank, das ist so... Scheiße. Oh, das, dass ich... Ich könnte mir so an den... Ich könnte mir so in die Fresse hauen, dass ich dir das damals echt zugetraut habe, dass du es mit der Hand warst. Schatz. Das war die Alte selber, guck mal, wie psycho die ist. Mann, ich weiß ja, ich habe Scheiße gebaut, ja? Aber wir sind erwachsen und wir sind Arbeitskollegen auch noch, ne? Da kann man doch ein bisschen reifer miteinander umgehen, oder nicht? Ja, klar, aber... Ist halt echt durch die Frau. Mann, Scheiße, Baby, es tut mir leid, dass es so blöd gelaufen ist. Ja, aber komm, wir zusammen kriegen die auch noch klein, die blöde Kuchen. Lass dich von der nicht unterbuttern. Hm? Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind, ne? Ich auch. Danke, ja. So, hast du Hunger? Ja. Sorry, aber du weißt, bei mir musst du auf Fleisch verzichten, ne? Ah, hi. Freut mich, dass du schon da bist. Ich mache mich kurz fertig, dann komme ich jetzt zu dir, ja? Super. Hi, alles klar? Gar nichts ist klar. Du sag mal, was habe ich dir vorgestern gesagt? Dass ich die Farbkappen richtig zumachen soll. Okay, anders. Was hast du mir vorgestern versprochen? Dass ich die Farbkappen richtig zumache? Nein. Clara, was ist mit Clara? Du hast gesagt, du klärst das. Vernünftig. Ja, hab ich doch. Ich hab. Und was ist das? Ey, Dan, ich kam zu ihr und hab mich entschuldigt. Ich hab versucht, das aufrichtig zu klären. Ich kann ja auch nicht mehr tun, als die Wahrheit zu sagen. Und es tut mir auch selbst leid, dass ich mich an meinen Gefühlen getäuscht habe. Aber was soll ich da machen? Mir tut es auch leid, dass du dich in deinen Gefühlen getäuscht hast. Das ist meine Nichte und die heult und kann ich arbeiten. So. Ey, ich hab's aufrichtig versucht zu klären. Ich bin zu ihr gegangen und hab versucht, wie ein Erwachsener mit dir zu reden. Ich meinte auch, dass wir. Ja, redest du von aufrichtig? Ja? Nach der Aktion gestern redest du von aufrichtig? Du hast mich einfach stehen lassen, verstehst du? Ja, und dafür habe ich mich heute Morgen entschuldigt. Das nennst du eine Entschuldigung? Denkst du, das bringt was? Einfach nur, es tut mir leid, bringt was. Du hast mit mir gespielt die ganze Zeit. Hab ich nicht, mit meinem Gefühl die ganze Zeit. Ey, Schluss. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Theater ist. Das ist hier meine Firma. Das ist meine Familie. Hier wird professionell gearbeitet. Ich werde dir jetzt was sagen. Bring das aus der Welt, und zwar vernünftig. Und wenn du das nicht hinkriegst, kennst du das? Blut ist dicker als Wasser. Dann wackelt dein Stuhl so noch, wie noch nie ein Stuhl in deinem Leben gewackelt hat. Ich sag's dir, Dicker, bring das gerade. Mann, ey. Super. I was busy thinking about boys. Besuch, Alter. Der Jan ist der Kalle. Ja, Digga, alles gut bei dir? Oder schon der Feueralarm, ne? Was für eine Cola? Ja. Es kommt doch mal nicht schon wieder wie drei Tage geregnet. Was ist denn los bei dir, meine Güte? Du warst doch voll Action. Oder willst du jetzt doch wieder Clara zurückhaben? Hast du dich heiß gemacht? Es rennt doch nicht gleich weg wie so ein Mädchen. Ey, lass doch nicht gleich raus, Digga. Man sieht doch, dass ich keine gute Laune habe. Digga, das ist ein freier Elfmeter. Was soll ich denn machen? Was soll ich dir machen, wenn du nicht da kommst? Mann, Clara terrorisiert mich zur Zeit, Alter. Digga, die ist so ein Psycho-Brot, Mann. Digga, ich hab die Idee. Ich mach doch einen Song raus. Mit Olli hat das auch schon mal geklappt. Dann werdet ihr Milliardäre wahrscheinlich. Du kannst aus all deinen Beziehungen jemanden einen Song machen. Oh. Ja, Mann, ey, das ist geil. Ich werde dein Produzent. Wir werden richtig Arsch machen. Du hast Herzschmerz, ich besorg die Kohle. No Strom oder war es das jetzt? Mann, Digga, Alter, die hat sich bei Krause ausgeheult. Die hat mir nicht so eine Scheiße vorgegaukelt. Jetzt hat er mich angezählt.
Alter, guck mal, du holst hier rum wie so ein kleiner Junge. Jetzt mal ganz ehrlich. Digga, das ist mein scheiß Traumjob, Alter. Du hast doch erst Eule gehabt, dann Clara, dann wieder Eule. Was willst du denn? Du springst doch hin und der ist doch klar, dass so eine Frau kaputt geht. Mann. Der ist bei ihr geblieben, hättest jetzt keinen Stress. Dann hättest du die Psycho, Alter. Ich hatte die ganze Zeit über Gefühle für Eule, Mann. Das Problem ist einfach nur, wie ich mit Clara Schluss gemacht habe. Ja? Und ich habe keinen Bock, jetzt in der Alten meinen Traumjob zu verlieren, Mann. Das ist mein Job, Junge. Digga, glaub mir, so eine Frau wie Clara, ne, vermasselt sich in der Regel immer selber. Hat einfach die Füße still und dann wird sehen, was passiert, okay? Ich kann dir nur eins sagen, einfach mal abwarten und Tee trinken. Jetzt soll bitte auf ihr rumzollen, weil bei uns in der Bar wird heute gelacht. Wir haben heute gute Laune. Mann, wir sind aber irgendwas abgefackelt, was ist denn los? Wir müssen das Leben feiern. Mann, komm schon! Digga, ey, oh Mann, ey. Mann, ich hab keinen Bock, mich von Clara weiterhin so vorführen zu lassen. Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut, aber ich hab mich dafür entschuldigt. Jetzt werde ich die Sache klären, ein für alle Mal. My friends, your friends. Living every day like it's just about to end. Now the person in the wind, cause it's so pine fresh right now. Was willst du hier, Johannes? Ja, kurz Ruhe. Wir können so gut miteinander reden. Ich kann es so nachvollziehen, dass du so einen Hass gerade auf mich schiebst. Aber ich sehe doch, dass bei dir nicht alles okay ist. Meinst du nicht, dass das Bekämpfen falsch ist? Hm? Ja, du hast recht. Wir sind gestern einfach die Sicherung durchgebrannt, aber ich verstehe die Welt nicht mehr seit gestern. Ich verstehe es einfach nicht. Wie konntest du mir das nur antun? Es tut mir wirklich so, so, so leid. Es war so unfair von mir, mit dir so umzugehen. Ich konnte meine Gefühle für alle zwar verdrängen, aber nie wirklich abschalten, wie sehr ich es mir auch manchmal gewünscht hätte. Wie konntest du mich so verletzen? Wir waren so ein gutes Team. Ich dachte, wir waren glücklich. Das waren wir auch. Aber wir sind doch ein gutes Team. Clara, du bist ein wirklich tolles Mädchen. Aber ich bin nicht der Richtige für dich. Aber ich will doch nur dich. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht nochmal einen Neuanfang starten könnten. Und wer weiß, vielleicht richtig gute Freunde werden können. Aber mehr nicht. Das geht nicht. Bist du dir sicher? Bist du bemüht? Verpiss dich. Raus! Raus! Ich will dich nie wieder sehen! Es tut mir so leid, dass ich Clara so verletzt habe. Ich hoffe, dass sie und ich vielleicht irgendwann wieder normal miteinander umgehen können. Aber momentan habe ich ein mega schlechtes Gefühl.